Das, was der macht, das ist so ein plakativer Christentum. Genauso wie es auch diesen plakativen Islam gibt. Du müsstest zu uns Muslimen sagen, yo, was ihr da macht, ist richtig. Ihr lebt einen modernen Islam. Da sollst du uns eigentlich auf die Schulter klopfen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil Anbiya wal Mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, das Thema von heute ist, oder dieses Kurzthema ist, gibt es einen wahren Islam? Gibt es einen wahren Islam? Warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil es gibt heute eine Krankheit im Islam, die nennt sich moderater Islam oder liberaler Islam. Und es gibt keinen liberalen Islam und keinen moderaten Islam. Das ist genauso, wie es keine liberale Schwangerschaft gibt oder moderate Schwangerschaft. Entweder du bist schwanger oder nicht schwanger. Und Islam ist Islam. Das heißt, und das Argument dieser sogenannten moderaten, liberalen Muslime ist immer, ja, guck mal, es gibt ja so viele Meinungsverschiedenheiten im Islam und es kann ja sowieso keiner den Koran wirklich deuten. Und keiner kann sich ja sicher sein, dass das, was er deutet, auch wirklich die Wahrheit ist und ob das auch wirklich so ist und ob das auch richtig so ist. Und ja, und deswegen legitimieren sie dann für sich selber, ja, den Islam so zu verbiegen, wie sie es gerne hätten. Und dann siehst du, dann kommt bei ihnen auch immer gerade in dieser Zeit welches Ergebnis heraus? Es kommt genau das heraus, was Müller, Meyer, Schmitz in der heutigen Zeit gerne hören will. Genauso wie sie das Christentum zu einer Religion für Plätzchenbacken gemacht haben. Ja, es ist ja so. Ich meine, wer praktiziert in Deutschland noch das Christentum? Also das Christentum, also sagen wir, das klassische katholische und evangelische Christentum ist ja viel näher an der islamischen Lebensweise als die Lebensweise, die man heutzutage vorwiegend in Westeuropa vorfindet. Ehe, uneheliche Beziehung vor der Ehe, Unzucht vor der Ehe, kein Problem, bist ja noch jung. Du findest kaum eine Katholikin oder einen Katholiken oder eine Protestanten eines Protestanten, der als Jungfrau oder beziehungsweise ohne Sex vor der Ehe in die Ehe hineingeht. Das findest du fast überhaupt nicht. So. In die Kirche wird gegangen einmal im Jahr. Und genau das wollen sie mit dem Islam auch machen. Das ist dieses Verständnis, womit sie schon die Kirche platt gemacht haben. So wollen sie auch jetzt den Islam platt machen. Ja? Und dann siehst du diese Moderaten, die interpretieren dann den Islam so, wie es ihnen gefällt. Und die behaupten dann von den radikalen, sogenannten radikalen Muslimen, wie wir es in ihren Augen sind, ja, ja, die interpretieren den Koran zu ihren eigenen Gelüsten. Wir interpretieren den Koran so, wie er zu interpretieren ist. Da gibt es eine Regel, die durch den Koran vorgegeben wird. So, ganz klar. Und wenn es nach unseren Gelüsten ginge, dann würden wir nicht sagen, dass die Frau Kopftuch anziehen soll, dann würden wir sagen, die Frau soll bitte Minirock anziehen, wenn es nach den Gelüsten ging. Ja, ich will nicht zu sehr auf meine Vergangenheit eingehen. Ja, früher, als ich noch in der Jahiliya-Zeit war, da habe ich es gerne gesehen, wenn meine Freundin sich freizügig kleidet und auf der Bühne am Rumtanzen ist. Ja, das war früher unsere Einstellung. Das heißt, wir mixen uns hier nichts zusammen. Und ich war in der Anfangszeit des Islam, war ich jemand, der mit den Brüdern diskutiert hat, ob der Bart Pflicht ist. Denn die konnten mich zuerst nicht kleinkriegen, weil ich bessere Argumente hatte, bis ich dann Bilal Phillips gehört habe, der einfach mit Argumenten kommt. Das heißt, wir folgen Argumenten, wir folgen nicht unseren Gelüsten wie diese Leute. Aber komischerweise, diese Leute kommen genau mit dem Verständnis, dass ihnen in Deutschland Türen öffnet, dass plötzlich ein Typ, der die Hölle leugnet, Professor in der Universität sein kann und schön Geld in die Tasche bekommt. Ja, und hol mal meine Schuhe, Bruder. Ja. Ja. Ja, gib mal her, die grünen, ja. Hier. So, das tun die hier, ja, wir sind ja so reich. Guck mal, das sind meine Schuhe hier. Siehst du das hier? Hier, das sind die RR-Schuhe hier. Mit den Löchern drin hier, guck mal. Da, hier, seht ihr das hier? Guck mal, hier. Den Löcher drin in den Schuhen. Und die tun dann so, weißt du, als wenn wir, ja, für irgendwelche hier, die Sohlen sind schon abgelaufen, weil wir sind für irgendwelche Zwecke,
für irgendwelche weltlichen Zwecke versuchen wir irgendwie den Islam zu interpretieren. Wenn wir es für weltliche Zwecke machen würden, man würde uns mit offenen Armen empfangen, wenn wir sagen würden, ach, alle gehen ins Paradies, Kopftuch gibt es nicht, Scharia ist unislamisch. Dieser Verrückte in Münster, der erzählt das Original. Der sagt nicht nur, man muss nicht mit Scharia herrschen, der sagt, das ist grundsätzlich gegen den Islam. Aber pass auf, gibt es einen wahren Islam? Wenn ein Muslim sagt, es ist erlaubt für einen muslimischen Herrscher, nicht mit den Gesetzen Allahs zu herrschen. Wenn einer das behauptet, es ist erlaubt für ihn, nicht mit den Gesetzen Allahs zu herrschen, dann ist er ein Käfir. Wie ist es erst mit jemandem, der behauptet, mit den Gesetzen Allahs zu herrschen, widerspricht dem Islam? Es ist unfassbar und so ein Schrott wird uns hier vermittelt. Aber auf jeden Fall gibt es einen wahren Islam. Wo finden wir die Antwort darauf? Finden wir die Antwort darauf in den deutschen Islamseminaren? Weil das ist nämlich das Problem. Dort, diese Leute sind alle Opfer von diesem dummen Verständnis, was dort beigebracht wird. Ja? Islamwissenschaft, ja, es gibt diese Gruppe und diese Gruppe und diese Gruppe und diese Gruppe. Ja, das ist ja, weil die Quellen alle widersprüchlich sind und ja, deswegen kann man den wahren Islam nicht finden. Ist der wahre Islam zu finden? Und wusste der Prophet a.s.w. schon, dass es Meinungsverschiedenheiten geben wird. Der Prophet a.s.w. sagt in einem authentischen Hadith, das ist unser Maßstab, er sagt, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, und wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. So, was ist jetzt die Lösung dafür? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَدُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ. So, haltet euch an meine Sunna und die Sunna der Rechtler und Khalifen. Der Prophet wusste schon, dass man sich spalten wird, aber er sagt, haltet an der Sunna fest und an der Sunna der Rechtler und Khalifen. Der Prophet sagt, سَتَفْتَرِقُ هَذِي الْأُمَّةِ. Das heißt, es gibt noch eine wahre Gruppe. Der Hadith sagt, es wird eine wahre Gruppe geben. Der Prophet a.s.w. sagt, لا تزال طائفة من أمتي الحق الظاهرين لا يدر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Er sagt, es wird immer eine Gruppe von meiner Umma geben, die auf der Wahrheit sind. Die siegreich auf der Wahrheit sind. Diejenigen, die sie in Stich lassen, und diejenigen, die sich ihnen widersetzen oder die gegen sie sind, werden ihnen nicht schaden, bis der Befehl von Allahs kommt. Der Prophet a.s.w. sagt, سَتَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَ كُلُّ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, alles in der Hölle außer einer. Das heißt, eine wahre Gruppe bleibt. Und deswegen kann man auch diese wahre Gruppe rausfinden. Das heißt, es gibt eine wahre Gruppe. Das Thema vom Vortrag ist ja nur, gibt es einen wahren Islam? Weil das ist ja die Grundlage der Islamverdrehung. Ja, da ist ja sowieso kein wahren Islam, gibt so viele Meinungsverschiedenheiten, da machen wir jetzt, was wir wollen. Ja, okay, da steht Hölle, Moment mal. Ja, das können wir auch metaphorisch interpretieren. Dann heißt Hölle eben, Transformation und Trauer, symbolisch, das ist symbolisch gemeint, okay. Engel, ja, Das heißt, wie kann man das erklären? Ja, okay, Engel gibt es dann gibt es Engel, ja. Allah, ja, man muss nicht unbedingt, es ist wirklich so weit gekommen, dieser Khurshide sagt, man kann auch Muslim sein, wenn man nicht an Allah glaubt. In seinem Buch steht das drin, dann hat er sich natürlich danach verteidigt. Ja, nein, das war ja so gemeint, ich wollte damit sagen, Leute, die noch nie was von Allah gehört haben und so weiter und so fort, sind auch keine Muslime dann. Sondern sie sind Muslime, wenn sie am jüngsten Tag die Probe bestehen. Aber die gelten im Diesseits nicht als Muslime. Wenn einer im Diesseits nichts von Allah weiß, ja, und er stirbt, und hat nichts gehört von Allah, er ist entschuldigt und kriegt eine Probe am Jüngsten Tag, aber er gilt nicht als Muslim, das ist also Schwachsinn.
Das ist Schwachsinn, laut Ijma al-Muslimin. Wenn jemand stirbt und er ist kein Muslim, ja, er hat nicht an Allah geglaubt, dann wird er nicht im, nach islamischen Ritus beerdigt, etc. Da kann man hingehen zu Imam Abu Hanifa, Imam Schäfer, Imam Malik, Ahmed ibn Hanbal, alle sagen das. Aber diese Person, die gestorben ist und nichts gehört hat vom Islam, ja, die gilt im Diesseits als Käfir im Sinne dieser Regel. Aber am jüngsten Tag, wenn er nichts gehört hat vom Islam, wird er auf die Probe gestellt werden. Das ist das, was Allah sagt in Sure 17, Vers 15. Ja, da sagt Allah, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und hier erklärt Ibn Kathir zu, und da gibt es einen Hadith zu, dass am jüngsten Tag solche Personen, die nichts gehört haben, die zum Beispiel taub waren, nichts gehört haben, die zum Beispiel verrückt waren, die zum Beispiel als Kinder gestorben sind, dass sie am jüngsten Tag eine Probe bekommen. Aber egal. Auf jeden Fall, das ist das Ziel dieser Leute. Sie sagen einfach, es gibt keinen wahren Islam, es gibt ja sowieso keinen wahren Islam. Ja, dann können wir ja nichts dafür, alles klar, wir verstehen dann den Islam so, wie wir es gerne hätten. Machen wir aus Blau grün, aus Grün blau, aus oben machen wir unten, aus Gebet machen wir, ja, man muss nicht unbedingt beten, Gott braucht das Gebet ja nicht. Das ist auch die Münsteraner Schule. Gott braucht das Gebet ja nicht. Das ist ja alles kein Problem. Alle kommen ins Paradies, auch Atheisten können ins Paradies kommen, kein Problem. Hauptsache, es sind gute Menschen, ne? Weil Gott guckt nicht auf die Religionen, sondern Gott guckt nur auf die Taten. Ja. Ja gut, was sagen Sie dann zu dem Vers, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Er ist der, den Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit geschickt hat. Wofür brauchen wir eigentlich die Rechte? Kannst du mir mal erklären? Laut der Theorie der moderaten Muslime. Ich würde mal gerne wissen, wofür die den Koran brauchen. Weil du kannst ja allem im Koran widersprechen. Du brauchst ja an nichts im Koran zu glauben. Du hast das Gefühl, wenn du denen ihre Bücher liest, alle kommen ins Paradies, außer die sich an den Koran halten. So ist es. Das Gefühl. Nee, das ist immer so, weißt du, das ist immer so diese Minderwertigkeitskomplex, weißt du, die hatten alle eine schwere Kindheit gehabt, weißt du? Das erzählt dieser Mohammed Khurshid ja selber, dass er eine schwere Kindheit hatte, weißt du? Und dann erzählt er ja, seine Eltern, die wollen ihn einsperren nicht in den Keller, sondern in die Abstellkammer mit Mäusen und so. Und dann siehst du doch immer, wenn er redet, macht er. Wer redet? Drei Sätze. Also der ist 100%, vielleicht sollte er mal zum Neurologen gehen, das wäre angebracht, weil so einer Interpretation, was ist das? Du lernst das, weil die wollen unbedingt, die haben diese Minderwertigkeitskomplexe, die wollen unbedingt beim Käfer gut ankommen. Bitte, bitte, hab mich lieb, bitte, 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 ich brauche Müller, Meier, Schmidt, ich bin lieb, das sind nur die... Und dann kommen diese Leute, weißt du, diese Kuffar, mit irgendwas, was dem Islam nicht gefällt. Ja, Kopftuch. Ja, nein, also die Interpretation, die gibt es, aber das kann man natürlich auch ganz anders verstehen. Man muss das nicht machen. Aber wir wollen es ja auch keinem, verbieten, das Kopftuch zu tragen. Und die sind sich dann am Entschuldigen, verschisse. Opfer der übelsten Sorte, Achi. Wahnsinn ist das. Und deswegen nochmal, es gibt einen wahren Islam. Ich habe schon Beweise aus der Sunna gebracht. Ja? Ich bringe noch Beweise aus dem Koran. Der Prophet a.s.w. oder ein Beweis aus Sunna und Koran. Der Prophet a.s.w. hat eine Linie gezeichnet am Boden. Das berichtet Ibn Mas'ud. Und hat gesagt, dies ist der Weg Allahs. Und dann hat er Wege auf der rechten Seite und Wege auf der linken Seite gemacht. Und hat gesagt, und dies sind die Wege, also die anderen Wege. Auf jedem dieser Wege ist ein Satan, der die Menschen auf diesen Weg ruft. Und dann hat er zitiert, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Wahrlich, dies ist mein wahrer Weg. Was ist das? Das ist Einzahl. Einer. Hä? So folgt ihm und folgt nicht den Wegen, dass sie euch von meinem Weg wegbringen. Der Prophet Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 257 müsste es sein. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah
ist der Schutzfreund der Gläubigen. Er führt sie raus von den Dunkelheiten ins Licht. Es gibt ein Licht, ein Nur, nicht Anwar, Anwar, Lichter und viele Dunkelheiten. Es gibt ein Licht, eine Wahrheit, immer. Ihdina Sirat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg. Das heißt, wir haben Beweise aus dem Koran, wir haben Beweise aus der Sunna und wir haben Beweise vom Ijma. Es gab nie einen Gelehrten der Salaf, ein Abu Hanifa, ein Imam Shafi, ein Ahmed ibn Hanbal oder was auch immer, die gesagt haben, alle Wege sind richtig. Sie haben gesagt, es gibt einen Weg und alles andere ist eine Bidda. Und deswegen hat der Prophet auch vor den Bidda gewarnt. Punkt. Das ist Islam. Islam ist nicht, ich habe mir gedacht und ja, ach ja, in der heutigen Zeit müssen wir ja gut ankommen beim Kafir. Weil das ist das Grundproblem des Irregehens dieser Leute. Sie machen, der Maßstab für die Richtigkeit der Dawa ist bei ihnen, ist Karl-Heinz mit mir zufrieden? Ja, ach, wir leben hier in Deutschland, ach ja, er mag das nicht, das Kopftuch, er mag Schweinefleischverbot nicht, er mag nicht, dass die Juden und die Christen in die Hölle gehen, er mag das nicht und er mag das nicht und der mag das nicht und das nicht und da. Und von überall kommen die Leute, und die können, weil die schwache Persönlichkeiten sind, können sie dem Druck nicht standhalten und dann fangen sie an, die Religion zu verbiegen. Und bei manchen ist es so, die haben solche Minderwertigkeitskomplexe, bei manchen, weil sie können sich nicht vorstellen, dass der Europäer, der die Kaffeemaschine erfunden hat, der kann doch unmöglich falsch liegen und das sind doch intelligente Menschen, dass der den Islam nicht annimmt. Erstens, Allah sagt im Koran, und ich bitte euch alle, diesen Vers auswendig zu lernen und euch diesen Vers zu merken. Weil dieser Vers, der macht dieses ganze dumme Gequatsche kaputt. Dieses Gequatsche, das den Maßstab der Reaktion der Kuffar oder dass die Reaktion der Kuffar zum Maßstab für die Richtigkeit der Dauer macht. Ja? Wenn der Käfer etwas hasst und nicht mag, dann ist die Dauer falsch. Okay, lassen wir den Koran, hören wir uns den Koran an. Allah sagt im Koran. In Sure 43, Vers 77 und 78. Weil wir sind ja alles Laien, wir haben ja keine Ahnung. Nur komischerweise können wir alles, was wir sagen, mit Koran und Sunna belegen. Ja? Und komischerweise haben wir mit großen Gelehrten in Ägypten gesessen und auch in Saudi-Arabien. Aber von den Leuten soll mir mal einer zeigen, wer da jemals mit einem großen Gelehrten gesessen hat. Aber egal. Und sie rufen, also die Leute in der Hölle, Malik. Wer ist Malik? Der Engel, der Höllenhüter ist. Das heißt, er soll seinen Herrn darum bitten, also Allah darum bitten, dass Allah sie zerstört. Dann wird gesagt, er sagt, wahrlich, ihr werdet bleiben. Wo? In der Hölle. Weil die rufen ja aus der Hölle. Warum? Warum bleiben sie in der Hölle? Allah sagt jetzt, laqad ji'nakum bil haqq, walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Wir sind zu euch schon mit der Wahrheit gekommen, aber die meisten von euch, wer die meisten von euch? Die meisten von euch in der Hölle hassen die Wahrheit. Das heißt, die meisten Menschen gehen in die Hölle. Und die meisten von denen, die in der Hölle gehen, das Problem, was sie in die Hölle gebracht hat, ist, dass sie die Wahrheit hassen. Was ist die Wahrheit? Der Islam. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Wir haben zu dir, O Mohammed, das Buch mit der Wahrheit herabgesandt. Der Koran ist die Wahrheit. وَدِينُ الْحَقِّ. Die Religion der Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Aber die meisten Menschen hassen die Wahrheit. So. Und hier wird das Wort, Allah, hier wird gesagt im Koran, er sagt nicht, وَلَكِنْ أَكْثَرُمْ كَرِهْتُمُ الْحَقِّ. أو كَرِهُوا أَكْثَرُكُمْ كَرِهْتُمُ الْحَقِّ. Das würde heißen, die meisten von euch haben die Wahrheit gehasst. Sondern sagt ihr, لِلْحَقِّ كَرِهُونَ. Sie hassen die Wahrheit. Und dieses كَرِهُونَ ist für einen Zustand, der sich durchzieht. Denn im Istimra, das heißt das Weitergehen, das heißt, sie sind immer noch die Wahrheit am Hassen. Das ist das Problem. Das heißt, denkst du jetzt, du kommst mit der Wahrheit zu ihm oder mit Dingen, die zu der Wahrheit gehören, Kopftuch, Scharia und so weiter und so fort, Juden, Christen in die Hölle, und derjenige, der in die Hölle geht, der wird sich darüber freuen? Nee, es ist ganz klar, die meisten gehen in die Hölle und die meisten in der Hölle sind, hassen die Wahrheit. Also muss man auch damit rechnen, dass wenn man die wahre Dauer vertritt,
dass man Leute finden wird, die das hassen. Ganz klar. Weil halt nun mal viele Leute in die Hölle gehen. Und wäre die Reaktion der Kuffar ein Indiz für die Richtigkeit der Dawa, dann müsste die Dawa von Ibrahim a.s. falsch gewesen sein. Denn Allah sagt im Koran, zum Mitschreiben, weil wir sind ja allein, die keine Ahnung haben, Sure 29, Vers 24. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ. Und die Antwort seines Volkes war nur, verbrennt ihn und tötet ihn. Oder tötet ihn. Hat er einen Fehler gemacht? War die Dauer nicht gut gewesen? Was hat Ibrahim zu den Leuten eigentlich gesagt? Sutl Anbiya 21. Der hat zu denen gesagt, مَهَذِي تَمَثِيلُ لَتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Was sind das für Götzen, die ihr anbetet? Wir haben unsere Vorväter gesehen, wie sie die angebetet haben. Was hat Ibrahim gesagt? Ihr und eure Vorväter wart schon im deutschen Irrtum. Ach, im deutschen Irrtum? Ich dachte, gehen alle ins Paradies. Warum sagt Ibrahim, die waren im deutschen Irrtum? Aber es ist bestimmt nur metaphorisch zu verstehen. Das heißt, Ibrahim meinte das bestimmt metaphorisch und die haben es falsch verstanden, deswegen haben sie ins Feuer geschmissen. Bruder, ich frage mich, was die hier für einen Schrott labern. Kannst du mal sagen, Bruder, in was für einem Lazarett leben wir hier? Kannst du mir das mal verraten? Wofür wurde für die der Koran, was ist für diese Modernisten der Grund, dass der Koran herabgesandt wurde? Wofür brauchen die den? Kannst du mir das mal verraten? Weil das ist ja einfach so, das ist ja eine perfekte Fälschung. Ja? Nee, alle kommen ins Paradies. Wofür geht Ibrahim zu denen und sagt, das ist falsch, dass ihr die Götzen anbietet, ihr seid im deutschen Irrtum. Und die schmeißen in die Hölle. Warum hat er die nicht einfach so leben lassen? Ist doch nicht schlimm. Bietet die Götzen an. Jeder macht, was er will. Wir müssen Toleranz haben. Wofür? Wofür ist der Prophet, laut dieser Theorie, wofür ist er zum Berg Safa gegangen und hat gesagt, ihr befindet euch im deutschen Irrtum. Ich warne euch vor der Höllenstrafe. Wofür sind die sauer geworden? Ach, es ist Wahnsinn, wie wir hier für doof verkauft werden. Ich frage mich manchmal, ob die Leute selber glauben den Schrott, den die labern. Das ist mir echt ein Rätsel. Glauben die wirklich, was sie erzählen? Weil du denkst ja, es kann ja eigentlich keiner glauben. So ein Schrott kann doch eigentlich kein Mensch selber glauben. Aber das ist das, Bruder, möge Allah uns festhalten. Bruder, das ist Mathematik. Und für die Nicht-Muslime, die sich das angucken, mir geht es darum, Islam zu verbreiten. Mir geht es nicht darum, den Muslim anzulügen. Ja, komm zu uns in die Religion, nimm den Islam an. Ja, aber ich bin gegen Kopftuch. Moment mal. Nee, Kopftuch musst du gar nicht anziehen. Gibt's gar nicht Kopftuch. Das ist alles, das sind die Radikalen, die haben den Islam falsch verstanden. Ja, aber Schweinefleisch, ich esse gerne Schweinefleisch. Ja, ist auch nicht schlimm. Gott schadet es nicht, wenn du Schweinefleisch isst. Ja, ja, aber ich möchte auch weiter auch Weihnachten in die Kirche gehen und zu Jesus beten. Das tut Gott auch nicht weh. Gott ist ja über uns, sonst wäre er nicht Gott. Wirst du jetzt Muslim? Ach, die sind also Bruder, ich frage mich echt, Bruder, sind wir im Irrenhaus gelandet oder was? Weißt du, ich bin ein strukturiert denkender Mensch, ach, eins plus eins ist Nummer zwei. So, wenn jemand sagt, ich glaube an den Koran und verleugnet dann 90% des Korans, verleugnet grundsätzliche Dinge des Korans und bezeichnet sich dann noch als Muslim, dann muss ich mich fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Verstehst du, Bruder? Ich kann besser jemanden verstehen, der sagt, er ist kein Muslim und steht dazu, als jemand, der sagt, er ist Muslim und er glaubt an den Koran und will seinen Schwachsinn, seinen Kuffer auch noch als Islam verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Ach, der eine sagt, ja, okay, glaub nicht dran. Okay, ich mag das nicht, dass er nicht dran glaubt. Aber der andere sagt, doch, ich glaube dran, ich bin der richtige Muslim, ihr seid die falschen Muslime. Es gibt keine Hölle, es gibt kein dieses, es gibt kein das, Juden, Christen, Gottesbeutel, die leugnen ganz klar. Das heißt, der bringt 100 Sachen des Kuffers im Mantel des Islams. Der richtige Islam. Wahnsinn. Ja, und die Fundamentalisten, die haben alle keine Ahnung. Die kennen den Koran nicht. Komischerweise, wenn die Fundamentalisten hörst, ja, wie wir, da hörst du nur, Qala Allah, Qala Rasulullah. Allah sagt, der Gesandte sagt. Allah sagt, der Gesandte sagt. Sallallahu alaihi wasallam. Wie gesagt, liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen wahren Islam und den kann man finden. Heute ging es nur darum, ob es einen wahren Islam gibt. Ich habe genügend Beweise aus dem Koran, aus der Sunna gebracht. Und den kann man auch finden. Muss ich nur auf die Suche machen. Ist auch gar nicht allzu schwer.
Und ich würde jedem empfehlen, der den finden will, dass er sich auch den Vortrag anguckt, die Mythologie der Koraninterpretation und der Weg der Propheten und verschiedene andere Vorträge, die ich über die Sekten im Islam gemacht habe, um die Sekten zu widerlegen. Es gibt einen wahren Islam und das ist der Weg der Sahaba, der Ijma der Sahaba in der Akida, der Leute, die mit dem Propheten a.s.w. waren. Und alles, was danach gekommen ist, sind Abweichungen von der ursprünglichen Reinheit der Botschaft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.